Liebe Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich sitze im ProGhetto 46, bin mal wieder, was heißt mal wieder, ich hatte hier mit dem Devil's Never Cry eine wirklich gute Session an einem Abend. Das sind jetzt hier sozusagen die Videos. Er hatte sich den ProGhetto gekauft, der war jetzt, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, ich glaube nicht. Der hatte sich jetzt hier letztens den ProGhetto geholt, als er im Shop war, und hatte halt gefragt, ob wir mal nur ein paar Runden zusammen fahren können. Das hier ist das Ergebnis. Unter anderem, wir haben ja schon ein, zwei Runden gesehen. Da haben wir ein ELC und eine Lobby. Keine Ahnung, was die da jetzt wollen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Der ELC darauf auch. Na, danke, Brudi. Erst schießen, wenn er hinterm Baum ist. Ich will mich jetzt eigentlich nicht leer schießen, aber er sollte eigentlich auch sterben. Komm mal her jetzt. Oh, jetzt würde ich es riskieren mit dem Leerschießen. Okay, jetzt brauchen wir nicht mehr. Oh, komm, da ist noch einer. Ich will schießen. Lass mich schießen. Komm, komm. Zack. Zack. Nächster Tod. Wunderbarer Start. Man merkt, oder ihr solltet merken, niemals da unten reinfahren. Also nicht am Anfang. So, wenn das Spiel gelaufen ist, ne, gibt immer Möglichkeiten. Aber nicht am Anfang. Ihr habt es gesehen, alle drei Panzer, die jetzt hier unten drin waren, sofort geplatzt. Hier unten ist auch direkt einer geplatzt. Also hat sich unser Vorteil fast wieder ausgeglichen. Auf jeden Fall, was noch gesagt werden muss, auch wenn das Spiel schon fast fortgeschritten ist, wir sind jetzt hier in einem Achtergefecht, ein Light, null Artis. Und wie gesagt, ProGhetto, wir haben jetzt hier auch noch einen Pantera am Start. Wir haben jetzt hier tatsächlich das Potenzial, jeden Panzer einfach rauszuklippen, egal was kommt. Besonders mit ProGhetto und Pantera halt als Kombination. Wir haben halt gar keine Schwierigkeiten, ja auch unsere Schüsse einfach, oh, der war frech, unsere Schüsse ja auch zu timen, in dem Sinne, dass wir halt nicht uns leer schießen. Das habe ich hier dem Devil auch die ganze Zeit gesagt, nicht leer schießen im ProGhetto ist halt Faustregel. Im Achter habe ich, glaube ich, schon öfters erwähnt, ist das vielleicht nicht so arg schlimm. Das geht noch ganz gut klar. Aber spätestens, wenn man halt dann hier, sag schon, Standard B oder 10er ProGhetto fährt, sollte man das sich dann zugute führen. So, Auto-Aim regelt. Oh, ich dachte jetzt hier, okay, der platzt jetzt eh. Und dann aber, hallo, Brudi. Ich wollte halt jetzt mich nicht leer schießen, weil ich dachte, wir sind zu dritt da. Jeder schießt zweimal, dann ist er schon tot. So, da hatte ich richtig Glück, dass der Rheinmetall nur mit HE schießt. Oh, andere Seite, Gegner sind einfach durchmarschiert. So. Und hier greift wieder die nächste Faustregel. Immer die Camper sein lassen. Und das heißt jetzt hier die drei Panzer einfach stehen lassen. Je länger die jetzt hier stehen, umso mehr Zeit haben wir uns um rechts zu kümmern. Besonders, also in so einen Fällen muss man aber darauf achten, dass man nicht gespottet wird beim also beim Wegfahren. Ansonsten setzen natürlich die Gegner sofort hinterher. Pantera hat es leider nicht mitgekriegt. Im Normalfall hätte ich es ihm jetzt aber auch gesagt, aber er war dann einfach weg. Und ich habe dann in dem Moment nicht dran gedacht. Aber normalerweise die Leute, also pinkt die einmal an, ne? Y drücken auf sie, also ich mache das so, auf sie rauf drücken, Y, und dann in dem Rädchen hier zurückfahren drücken. Und wenn die, ne, die meisten, die kriegen das ja mit, und wenn die dann sehen, ah, okay, hier meine ProGhettos, die fahren gerade weg, er sagt, fahr zurück, okay, heißt, wir ziehen uns jetzt zurück. Das ist, sollte sozusagen schon noch das Minimum sein von dem, was man macht. Einfach weil er jetzt hier tatsächlich Gefahr läuft, einfach überrannt zu werden. Aber die Gefahr ist auf jeden Fall noch, also solange hier wir beide, mein Kollege und ich, nicht gespottet werden, ist die Gefahr relativ gering. Aber so wie wir halt einmal irgendwo anders jetzt aufgehen, sieht das ja der Gegner und weiß, okay, der Pantera, wenn er noch da ist, ist allein. Also wird er dann im Normalfall auch überrannt. Auch wenn ihr dann, ne, immer wieder einen Blick auf die Minimap werfen. Wenn ihr der Pantera seid, ihr müsst sowas dann aber halt auf der anderen Seite auch alleine mitkriegen. Finde ich, gehört dazu, halt regelmäßig auf die Minimap zu achten. So, das, was ich jetzt mache, ist extrem risky. Aber der Mehrwert ist halt umso höher. Weil ich jetzt hier auf der einen Seite alles spotten kann.
auf der anderen Seite aber auch deutlich besser die Base verteidigen kann. Wunderbar. Der war frech. Aufgegangen. Ja, okay. Also erstmal kurz in Sicherheit zugehen. Weil jetzt ist so, hier, der Devil sitzt hier. Ich sitze hier mit dem SAPTK. Egal wer kommt, fährt erstmal ins Kreuzfeuer rein. Ne? Auf der anderen Seite könnte ich jetzt hier mit dem SAPTK einfach mal Richtung Defi fahren. Wenn ich jetzt hier unten drin bin, bin ich auch safe vor etwaigen Sideshots. So, da haben wir eine IS-6. Komm mal her. Schade. So, du machst einen Fehler, wenn du da jetzt nicht weg wärst. Gut, da habe ich auch einen Fehler gemacht. Ich hätte einfach einen Meter weiter vor oder hinten fahren können. Dann hätte der Vipera mich nicht gesehen. Und schon haben die Leute hier unten echt massive Probleme. Obwohl, okay, der malt jetzt hier noch den Vipera, aber das tut trotzdem ganz gut weh. Deswegen halte ich, wegen dem Vipera halte ich mich jetzt hier auch zurück. Das, ich kann damit, also, ne, ich brauche nur zweimal getroffen werden, dann bin ich hinüber. Hauptsache, sie sind gerade gespottet. Ihr seht ja, der platzen ja nach und nach. Das ist schon alles in Ordnung. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch hinmachen. Komm, komm. Ich habe jetzt gehofft, dass ich ihn irgendwie kriege. Ja, komm, komm, bevor du schießt, bevor du schießt. Nein, okay, schade. Ich die Kanone nicht runter. Weg ihn nur. Ja. Massiver Fehler an der Stelle. Bin jetzt eingekesselt. Aber zum Glück rettet mich die Su. Ja. Vor zurück ist gerade nicht möglich. Wenn ich einmal aufgehe, bin ich hinüber. Vipera ist höchstwahrscheinlich wieder nachgeladen. Aber solange die Burrasque jetzt hier am Start ist, kann ich einfach nichts machen. Ja, der Devil ist noch voll, das heißt, er könnte eigentlich noch hier und da was machen. Das sage ich ihm jetzt auch gleich, dass er sich doch mal irgendwie darum kümmern soll, dass die Burrasque gespottet wird, damit ich jetzt hier wieder am Spiel auch teilnehmen kann, damit er rausgeht. Jetzt haben wir die linke Flanke verloren. Oh, Devil fährt. Habe ich ja in der letzten Runde schon gesagt, wie wichtig das ist, diese Kommunikation haben zu können. Also einfach jetzt hier, er ist noch voll, er kann sich noch alles erlauben, dass er jetzt hier einfach kurz für mich überprüft hat, ob die Burrasque noch am Gucken ist. Ist sie nicht, also kann ich meine Position komplett verlegen. Hier greift die nächste Faustregel, bleibt so lange wie möglich am Leben. Weil auch als One-Shot mache ich genauso viel Schaden, als wäre ich voll. Und dementsprechend verlege ich mich jetzt hier auch einmal komplett, damit der Gegner nicht mehr weiß, wo ich bin. Und ich auch dementsprechend ordentlich verdeckt weiterhin schießen kann. Da verlieren wir leider die Su. Ich glaube, das war jetzt an der Stelle nicht nötig. Oh. Und ihr seht, der Devil, der hat jetzt hier den nächsten Job. Der muss sich jetzt um den Vipera kümmern, damit er da aus dem Spiel raus ist. Ist potenziell im Clip-Bereich und sollte ihn dann jetzt einfach mal angehen. Ah, jetzt nicht leer schießen. Ah. Und bei sowas merkt euch nicht leer schießen. Wenn ihr merkt mit dem zweiten Schuss, er hatte noch über 300 HP. Wenn ihr das seht, dann lasst den letzten drin und ladet halt einmal nach. Dann müsst ihr halt einfach mit dem ersten Schuss direkt getrackt haben, damit der zweite Schuss auch nochmal hinterher tracken kann, wenn er repariert. Und schon kann er, wenn ihr von hinten angreift, der Vipera nicht mehr agieren, weil er halt extrem eingeschränkten Sichtbereich hat, also hier Richtwinkel hat. Es war jetzt gut, er ist glaube ich ohne Schaden jetzt hier rausgegangen aus der Situation, hat aber leider den Vipera, wie gesagt, nicht rausgekriegt. Und dadurch, dass wir jetzt hier HP und auch panzermäßig absolut in Unterzahl sind, ist das halt einfach ein massives Problem. Der muss jetzt oder sollte halt jetzt einfach sterben. Und da der Will halt einfach noch voll ist, muss er das jetzt auch einfach wegregeln. So. Runtergefahren? Ja, scheint so, hat sich droppen lassen. Sagen wir da hinten, irgendeiner sitzt im Cap drin. Ich kann mich nicht, also ich darf mich nicht so groß bewegen. Wie kommt denn er da? Lol. War er nicht eben noch hier? Okay. Wunderbar, komm mal her. Geh ich jetzt auf. Ihr seht, ich schieße nicht leer.
So, nochmal getroffen. Zack, tot. Okay, er regelt ihn weg. Wunderbar. Jetzt sitzt der nächste im Cap drin. Und jetzt hat der Devil wieder den nächsten Job. Er muss jetzt aufs Cap rauffahren, egal was kommt. Er ist ja weiterhin voll. Wenn wir uns die HP-Anzeigen ansehen vom Gegner, die sind beide, also zumindest im Two-Shot-Bereich, also maximal Two-Shot. Einmal kurz nochmal aufs Päusle und in so einer Situation, ne, wenn der Cap-Druck wirklich massiv ist und ihr derjenige seid, der jetzt hier aufs Cap rauffahren möchte und spotten möchte oder decappen möchte, dann müsst ihr in so einer Situation, im Progetto ist das noch eine Ausnahme, weil ihr einfach ein Autoloader seid, aber ihr müsst dann in so einer Situation, wenn es jetzt mehrere Gegner gibt, darauf achten, wenn euch jemand entgegenkommt und ihr wisst, ihr könnt die Kelle von ihm überleben, dann lasst den auch stehen. Also wie gesagt, Progetto ist was anderes, der kann ruhig dann zurückschießen. Aber wenn ihr ein Single-Loader seid und die Wegstrecke erlaubt euch nicht, einmal zu schießen und nachzuladen, um dann das Cap zu beschießen, dann schießt lieber nicht auf den Gegner, der euch entgegenkommt. Es sei denn, ihr werdet getrackt, aber solange ihr fahren könnt, ne, aufs Cap rauffahren und dann lieber den Schuss aufsparen für denjenigen, der im Cap steht. Solange ihr halt sicherstellen könnt, dass ihr den Schuss von dem, der euch entgegenkommt, auch überlebt. Weil ansonsten macht es keinen Sinn, halt auf, also einfach weiterzufahren. Das ist ja, denke ich, logisch. Wenn ihr dann sowieso am Platzen seid. So, Burask ist wieder rausgefahren. Der hat gemerkt, das kriegt er nicht hin. Das heißt jetzt hier einfach sofort nachsetzen. Er kann nur nach links abhauen. Also hier von uns aus, den kann er nur nach links fahren. Dementsprechend, Devil fährt oben lang, ich fahre unten lang. Schade, er macht mich auch noch auf. Okay, muss mal aufpassen, aber umso besser für uns. Je mehr Zeit er jetzt hier mit mir verschwendet, umso mehr Zeit hat Devil da hinterher zu setzen. Und jetzt dachte ich, der kommt mir entgegen und wird mich jetzt hier rausnehmen wollen. Dementsprechend schon darauf vorbereitet, dass er jetzt hier jeden Moment, aber macht er nicht. Die Pose hier unten mag ich überhaupt nicht. Ich wusste halt nicht, wo er lang fährt. Ne? Und jetzt hier, ich fahre gegen den ELC, werde noch langsamer. Jetzt hier hochfahren, dämlich, weil auch der Devil ja jetzt hier oben lang fährt. Also fahre ich, drehe ich wieder oben, fahre lieber unten lang. Ihr seht, der Devil ist eh schneller als ich oben lang. Also gucke ich jetzt und ihr seht, richtige Entscheidung. Ich habe ihn jetzt hier unten aufmachen können. Oh, er hat einen raus. Zwei raus. Die Zeit rennt halt. Und wenn er jetzt immer weiter wegrennt, laufen wir halt Gefahr, ihn zu verlieren. So. Wir sind beide zu, also kann ich jetzt mich wieder umsetzen. Ich fahre lieber nach rechts, falls er jetzt hier einfach mittig durchfährt. Devil fährt weiter nach links lang. Wir dürfen ihn einfach nicht aus dem Auge verlieren, auch wenn das jetzt schon passiert ist. Auch wenn ich jetzt platze, habe ich halt die Möglichkeit, wenn die Burask nicht aufgeht, hier dem Devil sagen zu können, wo er ist. Dementsprechend fahre ich jetzt hier aggro einfach rein und hoffe, irgendwo was zu finden. Weil die Chance jetzt hier in einem Draw zu verlieren, nur weil die Burask am Wegrennen ist, habe ich eigentlich keine Lust. Dafür haben wir zu hart gekämpft. Und da geht er nochmal auf. Das war ultra wichtig. Und jetzt ist er auch fest, ne? Ihr seht, wo er hockt da an so einem Kabuff dran, an der Brücke, an so einer kleinen, für ihn kein Vor, kein Zurück. Und der Devil muss ihn jetzt sozusagen einfach nur da festhalten, bis ich zur Stelle bin. Oder wenn er einen Fehler macht, ihn dann einfach rausnehmen. So. Kurz durch, genau, zack. 8 Kills im Platoon, wunderbar.
Auch in der Runde konnten wir richtig schön durchrasieren. 4 Kills habe ich abgestaubt, 3.759 Schaden gemacht, 722 haben wir unterstützt. Da, und jetzt hier auch noch mit der Unterstützermedaille rausgegangen. Waffenbrüder haben wir auch noch. Und Überlegenheitsabzeichen Stufe 1 haben wir auch in der Tasche. Und jetzt hier mit dem Devil zusammen auf Platz 1 und auf Platz 2. 1.371 XP konnte ich erlangen. Trefferbild, gut. Ah, dafür haben wir auch relativ viel geschossen. 2/3 sind es immer noch geworden. Und durch Premium-Account, Premium-Fahrzeug sind wir jetzt hier bei 97.171 Credits zum Plus angelangt. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.